Grievous, der Sohn einer Kalish-Mutter und eines Kalish-Vaters, war ein gefürchteter Kriegsherr vom Planeten Kali. Irgendwann, zu einem nicht genau definierten Zeitpunkt, wurde er nach einem schweren Unfall, der den größten Teil seines Körpers zerstörte und ihn fast tötete, zu einem Cyborg. Er entschied sich zu diesem Zeitpunkt für extreme kybernetische Upgrades, um seine Fähigkeiten im Kampf zu verbessern und um dadurch noch bedrohlicher zu werden. Da er den größten Teil seines Körpers gegen Cyborg-Implantate eingetauscht hatte, behauptete er, dass seine Veränderungen gleichzeitig auch Verbesserungen darstellen und er dadurch ein noch besserer Krieger war als vorher. Einer Legende zufolge hatte sich Grievous im Laufe der Zeit immer weiter verwandelt und zunächst nur einfache Verbesserungen vorgenommen, bevor er zu extremeren Veränderungen überging. Die Legende besagt ebenfalls, dass er sich verwandelte, weil er die Logik von Droiden bewunderte und ihre Unfehlbarkeit, Stärke und Macht widerspiegeln wollte. Grievous behauptete, seine alte Gestalt sei nichts weiter als schwaches Fleisch. Als Cyborg trug er einen Kalish-Mantel, der ein Überbleibsel seiner früheren Identität war, und eine furchteinflößende Maske, die oft von Kalish-Kriegern getragen wurde. Nach all den Rekonstruktionen war von seinem ursprünglichen Körper nur noch sein Gehirn, seine Augen sowie mehrere lebenswichtige Organe übrig geblieben. Diese wurden durch Rüstungen geschützt. Seine organischen Lungen waren durch mehrere Implantate gereizt. Dadurch bekam Grievous für den Rest seines Lebens einen anhaltenden Husten. Wie der General aber ohne seine Maske aussah, verriet uns ein Comic der Age of Republic-Reihe, in der sich eine komplette Ausgabe mit dem General beschäftigte. Auf dem Planeten Ledev fand er einst einen Tempel vor, in dessen zentraler Kammer ein grüner, mystischer Wasserfall war. Er war sich sicher, dass die Geheimnisse des Tempels hinter der Wand aus grünem Wasser verborgen waren, und so stürzte er sich in den tobenden Wasserfall. Der General fand sich schwebend in einer fremden, kosmischen Landschaft wieder und wurde von mysteriösen Stimmen angesprochen, die sein Streben nach Wissen und seine eigenen kybernetischen Upgrades verspotteten. Daraufhin wurde Grievous in seinem ursprünglichen Kalish-Körper so wiedergegeben, wie er einst war, als die Stimmen ihn beschuldigten, eine Macht zerstören zu wollen, die er nicht verstand. Er fühlte, wie sich seine Gliedmaßen von seinem Körper lösten und sah schockiert zu, wie er auseinandergenommen wurde. Am Ende blieb nicht mehr als eine Ansammlung von Organen übrig, die in der Leere schwebten. In diesem Moment sah man ihn kurz ohne seine markante Maske. Grievous kam daraufhin unversehrt aus dem Wasserfall heraus und griff den Fluss mit seinen Klingen an, war aber nicht in der Lage, dem leuchtenden Wesen im Inneren Schaden zuzufügen. Angewidert verließ der General den Tempel und schickte seine Koordinaten an sein Flaggschiff, welches sich im Orbit befand. Er befahl, dem Schiff zu feuern, und das darauffolgende Bombardement vernichtete den gesamten Tempel, sodass nur ein schwelender Krater zurückblieb, den er bis zum Einbruch der Nacht beobachtete. Und damit wären wir auch wieder am Ende angekommen. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich natürlich wie immer sehr über ein Like oder sogar Kommentar von euch freuen. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht kostenlos abonniert haben solltet, dann holt das jetzt gerne nach. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.